Heute gibt es Nudeln mit einer leckeren Brokkoli-Käsesoße. Das ist ein wirklich sehr schnelles Rezept, ist also perfekt für den Feierabend geeignet. Zuallererst reibe ich den Parmesan, das sind ca. 50 Gramm. Alle Mengenangaben findest du aber auch in der Videobeschreibung. Und als nächstes werden die Brokkoliröschen vom Strunk abgetrennt. Und sobald das Wasser für die Nudeln kocht, gebe ich etwas Salz dazu und dann kommen auch die Nudeln dazu. Ich verwende für dieses Gericht Penne und im gleichen Nudelwasser zusammen mit den Nudeln koche ich auch die Brokkoliröschen. Die Nudeln brauchen ca. 10 Minuten, so lange braucht auch der Brokkoli, um weich zu sein. Für dieses Gericht ist es auch ganz gut, wenn der Brokkoli eben nicht bissfest ist, sondern wirklich richtig weich gekocht. Von daher spare ich mir einen Topf und koche alles zusammen. Solange nun Nudeln und Brokkoli kochen, habe ich schon mal eine Pfanne erhitzt und gebe Schinkenspeckwürfel dazu. Die werden richtig schön angebraten, sodass das Fett austritt. Dann braucht man nämlich auch kein zusätzliches Öl. Dann gebe ich zwei Knoblauchzehen dazu, die presse ich einfach hinein. Wenn das nun schön angebraten ist, kommt Milch hinzu, sind 250 Milliliter. Man kann auch Sahne dazugeben, aber ich mag es nicht ganz so fettig, deswegen nehme ich Milch. Ich merke dabei auch überhaupt keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Dann kommt noch Gemüsebrühe dazu und ich würze das Ganze noch mit Muskatnuss. Und Pfeffer darf natürlich auch nicht fehlen. Bei Salz bin ich hier vorsichtig, denn die Schinkenspeckwürfel enthalten schon Salz und die Gemüsebrühe. Von daher lieber vorsichtig nachsalzen, wenn doch Salz fehlen sollte. Jetzt gebe ich eine Packung Sahneschmelzkäse dazu. Das sind 200 Gramm. Die komplette Packung wird einfach hineingegeben und eingerührt, solange bis der Schmelzkäse sich komplett aufgelöst hat in der Soße. Um den Geschmack der Soße noch ein klein wenig aufzupeppen, kommt noch ein Spritzer Zitronensaft dazu. Jetzt kann auch der Parmesankäse dazugegeben werden. Ich rühre ihn in die Soße ein, so lange bis er geschmolzen ist. Nudeln und Brokkoli sind inzwischen auch schon fertig und ich gebe beides zu der Soße dazu. Dann wird alles umgerührt. Beim Umrühren zerdrücke ich die Brokkoliröschen so ein bisschen mit dem Löffel. So wird die Soße auch etwas sämiger. Deswegen habe ich die Brokkoliröschen ja auch richtig schön weich gekocht. Wenn du keinen weich gekochten Brokkoli magst, kannst du ihn auch beim Kochen der Nudeln dann etwas später dazugeben und auch die Brokkoliröschen dann in dem Gericht einfach ganz lassen. Das geht natürlich auch. Ich hoffe nun, dir hat mein Video gefallen und du kochst fleißig nach. Lass mir gerne einen Kommentar da, wie es dir geschmeckt hat. Und nun hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Mach's gut. Tschüss.